Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Du hängst mit Valentine rum, was? Schön für dich. Niki ist einer von den Guten. Die neuesten Schnitte aus dem Upper Stand. Ich kann uns kaum auseinanderhalten. Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die Vierte wiederfinden. San Francisco Sunlights. Hat Dogmeat was gefunden? Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Thank you.
Meat hat was gefunden. Du weißt jetzt ja, wie das läuft. Gwyneth Stout. Sein Lieblingsbier. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Doch noch gütlich einigen. Eine fette Party gewesen sein. Bekannter Söldner. Anwendung extrem. Und Angreifer. Waffen unverzichtbar. Alle. Alarm. Kritische. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Was ist hier passiert? Fehler. Medina verstorben. Bedrohungsstufe Omega. Er hat uns getötet. Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist es nicht mehr weit.
sind dran. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Hey, Junge. Alles okay, Junge? Keine Sorge, Doc Meat. Ich wollte nur Hallo sagen. Rede weiter. Festgekettet. Wenn ich mir das Terminal anschauen. Na also. Maschinen waren schon immer mein Ding. Warnung! Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgabe entdeckt. Letzte Minute war vor 9.999 Stunden. Hallo. Geschafft.
getarnte Aktivitäten fest. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ich muss diesen Angriff unverzüglich. Faszinierend. Thank you.
keine Kosten gescheut, was? Das wär's. Mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht.
das wär's. Der Plan. Aus. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist, aber ich brauche keine. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Wirklich die letzte sein, die du siehst? Schlechte Idee. Hallo, hat ihre Terminierung befohlen.
Hallo, greife Menschen an. Ist da jemand? Ja. Geschafft. Irgendwas Nützliches? Initiiert. Spielen wir jetzt erwischt. Ja.
das wär's. Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm bringen? Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher in seinem Zuhause, im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Offline. Nicht so ein Waschlappen, wie ich dachte.
Deck. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Du weißt also gar nichts, Nick? Sieh mich doch an. Ich bin Schrott. Die haben mich vor einer Ewigkeit abgeschrieben. Ich bin ein ausrangierter Prototyp. Sie haben mir keinen Schlüssel gegeben. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Wie kann Piper uns helfen? Vertrau mir, die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges durchblicken. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden. Wir sehen uns später. Also gut. Wir treffen uns in Diamond City. Und keine Sorge, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. An. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wo soll ich anfangen? Als ich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen. Aber, tja, wir wissen beide, dass dieser Ansatz nun nicht mehr funktioniert. Hast du sonst noch irgendeine Idee, Nick? Das nennt man dann wohl eine echte Sackgasse, hm? Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen.
Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Was brauchen wir genau, Nick? Kelloggs Hirn. Ja, die Sache ist alles andere als sicher. Aber Dr. Amari kriegt es vielleicht wieder zum Laufen. Dann wissen wir, was er wusste. Ein scharfer Eisportionierer wäre gut. Das schaffst du schon. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerung wissen? Sie liegt in Good Neighbor, ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Ich mache mich allein auf den Weg. Also gut. Wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht.